Die Steiermark als waldreichstes Bundesland braucht Damen an den Kettensägen. Und das will gelernt sein. Der Winter ist nicht immer die stillste Zeit in den landwirtschaftlichen Betrieben in der Steiermark und auch in den Forstbetrieben. Und wer glaubt, ein Landwirt schafft das alles mit links, der hat vielleicht recht, aber es kommt auch auf die richtige Ausbildung drauf an. In Mitterdorf im Mürztal befindet sich nur eine von vielen Ausbildungsstätten der Steirischen Landwirtschaftskammer. Einmal im Jahr heißt es hier Frauenpower in der Forstwirtschaft. Ein Kurs, wo ausschließlich Damen sich rund um die Waldbewirtschaftung informieren wollen. Stellen Sie sich anders an die Frauen als die Männer? Nein, da gibt es keine geschlechterspezifischen Merkmale. Die Fragen sind vielleicht andere, aber im Grund will jeder, sei es Mann oder Frau, mehr über den Wald wissen. Da ich einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause habe, ist das halt ein großer Vorteil, wenn man später also mal einen Betrieb übernehmen möchte. Die Theorie ist ja, also stellt man sich leichter vor, als wie die Praxis dann ist. Die Praxis ist ja halt ganz schön anstrengend. Also, es gibt aus. Ich will auf jeden Fall schon am Samstag in den Wald starten. 50.000 Frauen und Männer nehmen jährlich an den Schulungen teil. Wir schließen in den insgesamt 14 landwirtschaftlichen Berufen, die es gibt, gemäß Berufsausbildungsgesetz, jährlich zwischen 100 und 180 Meisterkurskandidaten ab. Und es gibt aussagekräftige Studien, dass sich solche Ausbildungen auch im Geldbörserl bemerkbar machen. Toni Meier aus Kobenz macht gerade die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister, neben der Arbeit am Ortmerhof mit 28 Milchkühen. Der Vater hat die landwirtschaftliche Meisterausbildung auch schon gemacht. Und wir sind eben ein Vorerwerbsbetrieb und ich würde es, sofern es möglich ist, auch gern weiterführen. Wie die Zukunft aussieht, weiß keiner so genau. Doch neben Rechtskunde, Wiederkäuerfütterung und Co. zählt auch das Netzwerken im Klassenzimmer. Für den Landwirt ist es natürlich die eigene Weiterbildung, erweiterter Horizont, Fachwissen, das er auf dem Betrieb umsetzen kann. Sie lernen auch andere Gleichgesinnte kennen und zum Teil sind das ja Bekanntschaften, die ihr Leben lang erhalten bleiben. Nicht nur Ausbildungen bietet die Landwirtschaftskammer Steiermark an, auch 300.000 Beratungsstunden wurden im letzten Jahr in den steiermarkweiten Servicestellen in Anspruch genommen.